Hier in der ehemaligen Kassenhalle der Mendelssohn-Bank an historischer Stätte und auch in einer historischen Straße, der Jägerstraße nämlich. Ich finde, man kann hier in der Remise besonders gut nachempfinden, wie die Atmosphäre in Berlin um 1800 ungefähr gewesen sein könnte. Und das kann man auch besonders gut hier in der Jägerstraße, denn zwei Häuser weiter in der 54 hielt Rahel Levin van Hagen ihren berühmten ersten Salon. Die Jägerstraße, wie sie ungefähr ausgesehen haben könnte, kann man sich gut vorstellen, wenn man hier in der Rahel-Vitrine den Stich von Friedrich August Carlau betrachtet. Er hat um 1825 die Straße abgebildet. Sie sehen auf dem Stich im Hintergrund den Kuppelturm des französischen Doms und Sie sehen die Wohnhäuser. Und eins dieser Wohnhäuser, nämlich das, wo die Kutsche hält, das war das, wo Rahel Levin mit ihrer Familie in der Dachstube lebte. Gegenüber befand sich das Stadtpalais der Familie von Humboldt. Und wenn ich gelegentlich Stadtspaziergänge anbiete, auf den Spuren von Rahel und auf den Spuren von Wilhelm von Humboldt, hilft uns immer dieser Stich von Friedrich August Carlau sehr bei der Verlebendigung der Vorstellung, wie es so war, als die Menschen zum Gendarmenmarkt zum Beispiel gingen, ins Theater und dann auf dem Hinweg oder Rückweg bei Rahel vorbeiguckten. Dieses Bildnis, das Friedrich Tieck geschaffen hat, zeigt Rahel im Alter von 25 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt lebte sie bereits in der Jägerstraße. Aufgewachsen ist sie aber nicht hier in der Friedrichstadt, sondern in der alten Stadtmitte. Und zwar ganz nahe der Spandauer Straße 68, das war das Haus, wo die Mendelssohns lebten. Sie war befreundet mit den drei Töchtern von Moses Mendelssohn und Frommet Mendelssohn. Und sie kam zu Gesellschaften ins Haus Mendelssohn. Und dort hat sie auch kennengelernt, diese neue Form der Geselligkeit, die wir im Rückblick als den Berliner jüdischen Salon um 1800 bezeichnen. Eine Form der Geselligkeit, wo Adlige auf Bürgerliche treffen konnten, Juden auf Christen, Männer auf Frauen und Schauspielerinnen auf Gelehrte. Das hat sie kennengelernt bei den Mendelssohns zum einen, aber auch bei ihrer Freundin Henriette Herz und sie hat es dann in der Jägerstraße verwirklicht. In ihren Salon kamen berühmte Menschen, wie zum Beispiel Wilhelm und Alexander von Humboldt, deren Büsten sie auch hier in der Mendelssohn-Remise finden können, aber auch Autoren der Frühromantik, Friedrich Schlegel, Ludwig Tieck, aber sogar ein preußischer Prinz, Louis Ferdinand, war zu Gast bei der Kleinen, wie man sie nannte. Heinrich Heine hat Rahel als die geistreichste Frau des Universums bezeichnet. Kleine Übertreibung vielleicht, aber doch, sag ich mal, ausdrucksstark dafür, wie berühmt sie war zu dieser Zeit für ihren Wortwitz und ihre Sprachkunst. Und die lebte sie aus, nicht nur am Teetisch, wie man sagte, sondern auch in ihren Briefen. 6000 Briefe sind von ihr erhalten. Und dass wir so viel über sie wissen und so viele Briefe noch haben, das verdanken wir diesem Herrn hier, Carl August van Hagen. Das war ihr Ehemann. Er hat sie geheiratet, da war sie schon 43 Jahre alt. Er war 14 Jahre jünger. Er war Protestant. Sie ist seinetwegen zum Protestantismus übergetreten. Im Übrigen hat sie ihr Leben lang mit ihrem Judentum gehadert. Und nachdem sie einige Zeit gemeinsam in Karlsruhe verbracht haben, wo er am Karlsruher Hof als Diplomat tätig war, sind sie 1819 dann nach Berlin zurückgekehrt, haben einen zweiten Salon geführt in der Französischen Straße und in der Mauerstraße. Und nachdem sie 1833 gestorben ist, hat er sich daran gemacht, ihre Briefe überall einzusammeln und herauszugeben. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde hat er gleich im Jahr nach ihrem Tod bereits herausgegeben und wenig später dann auch eine Galerie von Bildnissen aus Rahels Umgang und Briefwechsel, der ebenfalls hier in der Vitrine zu sehen ist, das originale Buch.
Er war ja Autor selber auch, Varnhagen, und er hat Bildnisse, also Porträts von preußischen Persönlichkeiten geschrieben. Gleich das zweite in diesem Buch widmet sich Henriette Mendelssohn, und über sie hat er geschrieben, sie hat er folgendermaßen beschrieben, die Freundin von Rahel: Schöne Bildung der Seele hatte sich in dieser anlagenreichen Natur mit höchster Weltbildung vereinigt. Sie gaben einer äußerlich unscheinbaren Persönlichkeit eine edle, feine, ruhige und wohltuende Gegenwart. So Karl August Varnhagen über Henriette Mendelssohn. Das Bildnis von Rahel finden Sie übrigens nicht nur hier in der Mendelssohn-Remise, sondern auch nebenan in einer Gedenktafel, in eine bronzene Gedenktafel eingearbeitet, die sich am Eingang des Hauses Jägerstraße 54 befindet. Vielleicht besuchen Sie Rahel einmal dort oder auch hier in der Mendelssohn-Remise.